Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir haben unseren ersten Kampf im Turm von Ishal überstanden und stürzen uns gleich wagemutig in den nächsten Raum, wo Genlocks auf uns warten. Los geht's. Ja, los geht's. Ja, Bogenschütze bitte. Da kommt einer angerannt. Gut, 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 gut. Und du noch. Da unten im Gang kommt gleich noch einer. Da hinten. Bitte alle drauf. Na komm schon. Ach, da ist noch einer. Kommen da noch mehr? Nein, das ist der letzte. Gut, gut, gut. Das war einfach. Das war sehr einfach. Was ist denn hier für ein Loch? Interessant. Gut, der Genlock. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sag ziemlich oft gut. Gut. Dann ist es halt so. Holzkiste. Großer abgesplitterter Eiskristall. Ich bin Der dabei. findet später noch Verwendung bei einem Charakter, bei einem bestimmten. Aber selbstverständlich. Gut, die können wir wieder knacken, das ist sehr gut. Da ist noch eine Holzkiste. Hallo? Ah ja. Mit einer schwachen Verletzungsausrüstung. So, jetzt grasen wir nochmal den Flur ab, ob wir irgendwas vergessen haben. Ja, haben wir. Ein Silber und 63, ich nenne es jetzt für das Rest des Spiels Kupfer. Und hier ist nichts mehr. Ab durch die Tür. Und da warten Genlocks auf uns. Aber selbstverständlich. Vornehmlich Bogenschützen. Eigentlich nur. Ah, ne, zwei. Bitte. Da hinten drauf. Und jetzt alle auf den Bogenschützen. Mein Magier, genau, könnte mal zur Tür reinkommen. Wäre sinnvoll. Und den letzten schnappt ihr euch eh automatisch. Wir gucken schon mal, was wir hier haben. Eine Truhe, sonst nix. Wie ihr wünscht. Mit Nieten besetzten Lederstiefeln. Nein, jetzt habe ich schon gedacht, ich habe Alistair angesprochen. Habe ich auch. Wir sind ja schon auf dem Weg, Alistair. Ich kann ja auch nicht hexen, ne? Wenn hier in jedem Raum 3 bis 7 dunkle Brut warten, dann geht das nicht so mal eben. Und da wir Alistair ja nicht noch länger warten lassen wollen, Aber gehen wir in Etage selbstverständlich. 2. Das Nichts ist die Heimat gefräßiger Dämonen, die in nichts unversucht lassen, um den Schleier in das Land Ein Bart der gewisser Bauers. Lebenden Was tun und die so hier? weiter und so fort. Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Habt ihr euch nicht darüber beschwert, dass ihr nicht kämpfen dürft? Hey, das stimmt. So gesehen hat die Situation auch ihr Gutes. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Ein Autosave verheißt in der Regel
nichts Gutes. Nämlich einen größeren Kampf. Aber wir grasen hier erstmal ein bisschen den Raum ab. Fähigkeit unzureichend. Manu. Ist aber nicht mehr lang bis zum Level up. Und wir sehen hier schon freundliche Gestalten. Genlocks, Herlocks. Alles voll. Da ist noch eine Holzkiste. Ja, leeres Pergament. Überflüssig wie ein Kropf. Und ich möchte hier rein. Huhu. Was macht er denn da? Ja, was macht er denn da? Er sucht irgendwas. Auf jeden Fall kniet er am Boden. Aber nicht mehr lange. Gleich liegt er am Boden. Das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Ist hier was? Ja, eine Holzkiste. Aber selbstverständlich. Mit einem Feuerkristall. Habt ihr nichts gedroppt? Habt ihr nicht. Dann gucken wir nochmal hier rein. Wie ihr wünscht. Und machen die Herlocks platt. Das war ebenfalls leicht. Und im nächsten Raum warten 3, 6, 8 Gegner auf uns. Das heißt, das wird etwas zäher. Du warst gedroppt? Ja. Todeswurzel. Huch, eine Wand. Wir sind natürlich nicht dumm. Zumindest nicht komplett. Wie ihr wünscht. Und gucken, was wir hier haben. Ein abgelegtes Buch. Was uns die Geschichte der Kirche näher bringen will. Die uns jetzt hier aber nicht weiter interessiert. Eine Axt. So, und jetzt... stürzen wir uns einfach rein. Ich würde sagen, Autosave, Quicksave natürlich. Und ja, wir können ja mal die Balliste bedienen. Vielleicht treffen wir ja was. Wohl nicht. Und die? Nein, die? So ist es richtig. Naja, egal. Egal. 1, 2, 3, nochmal 3 Bogenschützen. Das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Aber großartig was aushalten tun sie ja nicht, deswegen... Könnte es doch funktionieren. Du bist der Nächste. Immer schön anständig kämpfen. Und jetzt ihr drei. Dahin. Von der Tankstelle. Der ist noch nicht tot, jetzt. Du heilst hoffentlich Alistair. Der hat nämlich schon ganz schön was abgekriegt. Nein! Jetzt habe ich selber verbockt. Zack. Okay, hier hinten ist keiner mehr. Jetzt hat er mich geheilt. Das finde ich natürlich unheimlich nett. Der Herlock ist auch gleich tot. Gut. Geschafft. Mit der Brechstange. Die haben, waren aber auch sparsam mit ihren Drops. Und alle Geld. Ja, alle Geld. Dann weiter geht's.
Ja, was haben wir hier? Wieder Genlocks, Bogenschützen. Das übliche dunkle Brutprogramm. Jetzt du. Wohin soll ich gehen? Ach, der eine Bogenschütze, den können wir jetzt bis zum Schluss lassen, der wird uns nicht umbringen. So, und auch die zweite Etage, gesäubert von dunkler Brut. Hier haben wir noch Jade. Na, die sind doch sehr zuvorkommend. Nett, alle Säurefläschchen braucht. Kein Mensch vielleicht nicht, aber ich auf keinen Fall. Und die Truhe, die wir knacken können. Kettenrüstungshandschuhe, Graueisen. Ist im Moment auch unnötig. Brauchen wir nicht. Weil Alistair hat, meine ich, selber Graueisenrüstung an. Oder? Ja, hast du. Alistair hat... Yep, genau. Also brauchen wir das noch nicht. Und auf geht's in den dritten Stock. Wenn du ein Gruppenmitglied auswählst, befehligst du es direkt. Die Taktikeinstellungen werden ausgesetzt. Ja, das trifft ja bei mir nicht zu, da ich den einen Mod installiert habe. Logan angriffsbereit, sobald wir das Signal entzündet haben. Der König verlässt sich auf uns. Den Mod, der uns erlaubt, was heißt erlaubt, der es möglich macht, dass auch direkt gesteuerte Mitglieder die Taktik befolgen. Warum auch nicht? Finde ich richtig. Aber da habe ich in irgendeiner vorigen Folge schon was zugesagt. Da hinten warten sie schon. Verzeihung. Und dann würde ich sagen... Auf geht's! Und ich weiß... dass hier so zwei Fieslinge hinter der Tür warten. Ja. Also, Attacke! Und... du... Na komm schon. Jetzt, der da hinten... Wie sieht's gesundheitlich aus? Ja, Alistair, der wird gleich automatisch geheilt. Hoffe ich. Ja, das läuft. Sehr schön. Jetzt noch die beiden Genlocks. Und zu guter Letzt... noch dich. Und damit hätten wir das auch. Nochmal Graueisenstiefel. Da hinten hat noch jemand was gedroppt. Schwacher Rundumschlag, kleiner Schild der dunklen Brut. Nicht gut. Nicht gut. Inventar voll. Machen wir da. Wir... schmeißen den Rinderknochen weg. Wir zerstören das leere Pergament und nehmen das erstmal noch auf. Gucken uns den Waffenständer an. Nehmen die Feuerpfeile noch auf und machen hier einen kleinen Schnitt und sehen uns in der nächsten Folge und überlegen uns, was wir noch alles wegschmeißen bzw. zerstören, damit unser Inventar wieder etwas leerer wird. Bis dahin, ciao, ciao!